In diesem Extra-Tipp zeige ich Ihnen, wie das Löschen von Dateien, Ordnern, Verknüpfungen usw. mit Ihrem Mac funktioniert. Beim Löschen oder besser gesagt beim Verschieben in den Papierkorb können Sie unterschiedliche Techniken einsetzen. Möchten Sie beispielsweise eine Datei vom Schreibtisch in den Papierkorb befördern, können Sie zum einen das Kontextmenü dafür einsetzen und den Befehl in den Papierkorb legen wählen oder zum anderen die Tastenkombination Command- und Rückschritttaste dafür einsetzen. Machen Sie die gerade vorgenommene Aktion, zum Beispiel über den Menüpunkt Bearbeiten, im Fallende rückgängig, so dass sich die Datei wieder auf dem Schreibtisch befindet. Des Weiteren können Sie die Datei auch per Ziehen auf das Papierkorb-Symbol im Dock löschen. Das heißt, löschen ist, wie vorhin schon mal angesprochen, eigentlich der falsche Ausdruck, denn Sie verschieben die Datei durch diese Aktion lediglich in den Papierkorb. Machen Sie auch diesen Schritt wieder rückgängig, dieses Mal benutzen Sie dafür beispielsweise die Tastenkombination Command und Z. Wenn Sie sich den Umweg über den Papierkorb sparen möchten, können Sie die Datei auch direkt vom Ort, wo sie sich befindet, und zwar komplett von Ihrem Mac entfernen. Dafür öffnen Sie zum Beispiel über die Spotlight-Suche das Programm Terminal. Geben Sie jetzt den Befehl rm --rf gefolgt von einem Leerzeichen ein. Ziehen Sie nun die Datei bzw. die Dateien oder den bzw. die Ordner einfach auf das Terminalfenster. Mit anschließendem Drücken der Enter-Taste werden die Elemente, die Sie in das Terminalfenster gezogen haben, endgültig von Ihrem Mac entfernt. Wobei man mit dem Wort endgültig vorsichtig sein sollte, da Spezialprogramme, die beispielsweise bei der Polizei eingesetzt werden, diese vermeintlich gelöschten Elemente auch wiederherstellen können. Wollen Sie Dateien oder Ordnern wirklich endgültig den Chaos machen, dann benutzen Sie im Terminal den Befehl SRM --RF, wieder gefolgt von einem Leerzeichen. Danach drücken Sie erneut die Return-Taste. Dadurch werden die Dateien bzw. Ordner beim Löschen 35 Mal überschrieben und sind somit definitiv nicht mehr wiederherstellbar.